Kompressionsverbände mit dem modifizierten Pütterverband sind angezeigt für eine starke Kompression. Bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, Ulcera cruris und Thrombophlebitis sowie nach Varizenverödung. Bei hautempfindlichen Patienten kann die Haut des Unterschenkels vor dem Anlegen des Kompressionsverbandes mit einem Stülpa-Schlauchverband als Unterzug geschützt werden. Die Verwendung eines Stülpa-Schlauchverbandes erhöht zudem den Tragekomfort des Kompressionsverbandes. In Bereichen, die nur geringe Rundungen aufweisen, reicht der Druck der anzulegenden Binde häufig nicht aus. Hier empfiehlt es sich, die Druckverteilung durch eine zusätzliche Polsterung zu optimieren. Auch hat sich ein Ab- und Aufpolstern bei Knochenvorsprüngen und Vertiefungen bewährt, zum Beispiel im retromalleolären Raum oder an der Biscardschen Kulisse. Ebenfalls schützt die Polsterung die Haut über Knochenvorsprüngen vor zu starker Belastung. Bei dem hier gezeigten Verband werden zur Kompression zwei Pütterbinden verwendet, Stülpa-Schlauchverband als Unterzug, Rolta Soft zur Unterpolsterung sowie Omniplast zur Fixierung des angelegten Verbandes. Die erste Bindentour beginnt an den Zehengrundgelenken. Am Unterschenkel folgen die Bindentouren der Form der Wade. Die zweite Binde wird gegenläufig am Knöchel angesetzt. Die Bewegungen der Zehen dürfen nicht eingeschränkt werden. An der Fußsohle ist eine Wulstbildung aus mehreren Bindentouren zu vermeiden.